Liebe Mitfeiernde nah und fern. Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen den Gottesdienst am Sonntag Judica feiern können. Wir befinden uns mitten in der Passionszeit und es geht noch einmal mehr um die zentralen Fragen des Glaubens und des Lebens. Die Pandemie flammt wieder auf. Die Zahlen steigen. Und das Leid, das in die Welt gestreut wird durch Krankheit und Ungerechtigkeit, wirft Fragen auf. Fragen, die meinen Glauben betreffen. Und es bleibt die Frage, was macht diese Zeit mit meinem Glauben? Dem allen wollen wir mit Ihnen heute auf die Spur gehen. Wir wollen uns gemeinsam an Gott wenden. Wir wollen gemeinsam auf sein Wort hören. Zu ihm beten, ihm klagen, ihm loben. Gott begleitet uns in dieser Zeit. Und deswegen feiern wir mit Ihnen den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schon unsere Vorfahren im Glauben im alten Israel hatten die Erfahrung von Leid und Ungerechtigkeit und Unglück. Sie wandten sich aber nicht von Gott ab. Sie klagten Gott das Leid. Sie beteten zu ihm im Psalmen. Lassen Sie uns daher auch einstimmen in dem Psalm 43. Wir beten ihn gemeinsam in einer modernen Übersetzung. Schaffe mir Recht, Gott, und hilf, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Errette mich vor den falschen Leuten, die Böses planen. Denn du, Gott, bist meine Stärke. Du stehst auch dann zu mir, wenn sich in meiner Seele Dunkelheit ausbreitet, wenn ich in innerer Unruhe kaum an dich denken kann. Ich will bei dir bleiben
und auf deine Stärke trauen, auch wenn mir Zweifel kommen. Wenn ich sehe, dass es dem Bösen gut und dem Guten schlecht geht, wenn ich angefeindet werde, nur weil ich mich zu dir bekenne. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Führe mich dorthin, wo du wohnst und wo ich geborgen bin. Denn in der Stätte deines Hauses finde ich Freude und Wonne, dass ich dir fröhlich singe. Schaffe mir Recht, Gott, und hilf, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Lassen Sie uns vor Gott treten und zusammen beten. Allmächtiger Gott, wo dein Licht scheint, erstrahlt die Welt. Aber es wühlt mich auf, wenn Menschen über dich lachen. Es gibt Fragen, die mich verunsichern und an deine Güte zweifeln lassen. Barmherziger Gott, überlass mich nicht der Anfechtung. Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie uns gegen Anfeindung wappnen und Halt geben. Stärke unseren Zusammenhalt als Gemeinschaft in dieser Zeit. Erfülle uns mit deinem Trost. Barmherziger Gott, dein Sohn kam auf die Erde, um mit uns das Leben zu teilen und den Menschen zu dienen. Führe uns durch deinen Sohn wieder neu zum Leben und zum Glauben. Schenke uns Vertrauen in deine Zusage und dein Versprechen. Du bist bei uns, heute und in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, vieles ändert sich mit der Zeit, vieles bleibt aber auch immer gleich. Unter den Jüngern kommt es zu einem Streit, der auch heute stattfinden könnte. In der Arbeitswelt, in der Schule oder in den Vereinen. Es geht um die Rolle des Einzelnen. Wer steht wo in der Gemeinschaft? Zwei Jünger möchten direkt neben Jesus sein. Sie möchten den besten Platz haben. Aber sie verstehen nicht, was die Nachfolge Jesu wirklich bedeutet. Hören Sie auf den Lesungstext zum heutigen Sonntag. Er steht geschrieben im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen, aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so sei es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen.
Ich möchte Ihnen von der Freundin meiner Mutter erzählen. Ihr Name ist Hilde. Hilde ist an Covid erkrankt und es geht ihr richtig schlecht. Sie kann zurzeit kaum allein leben. Sie braucht einen Sauerstoffapparat. Sie hat Gliederschmerzen im ganzen Körper. Ihr Kopf pocht und hämmert, heftige Kopfschmerzen. Sie ist müde und das hindert sie am klaren Denken. Atemprobleme erschweren ihr das Sprechen. Sie ist auf die Hilfe anderer angewiesen und sie ist erschöpft, mutlos und resigniert. Vor ihrer Krankheit war Hilde eine adrette Dame mit einem guten Einkommen, selbstständig und war beliebt bei ihren Kollegen. Und jetzt sitzt sie im Tal der Tränen. Und da muss ich gestehen, da fällt es auch mir als Pfarrer manchmal schwer, an den unbegrenzt barmherzigen und großzügigen lieben Gott zu glauben. Liebe Christoph, liebe Gemeinde, es gibt diese Schicksale, da fehlen auch mir die Worte. Die Frage nach dem Warum liegt da so nahe und ich weiß doch, dass sie nichts bringt. Das Leid ist weiterhin da und nimmt jeden einzelnen schwer mit. Wo Antworten und unser Rat gebraucht werden, scheinen mir alle Worte hohl und leer. In dieser Situation denke ich häufig an Hiob. Auch er war einst ein zufriedener Mensch, wohlhabend und glücklich. Zusammen mit seiner Frau hatte er 10 Kinder und zahlreiche Tiere, Mägde und Knechte. Er war gläubig und plötzlich kommt dann ein Unglück nach dem anderen über ihn. Seine Söhne und Töchter kommen ums Leben. Er verliert in kurzer Zeit alle seine Tiere, seine Knechte und Mägde. Selbst sein Haus stürzt ein. Er sitzt wortwörtlich auf den Trümmern seines Lebens. Von seinem einzigen Erfolg und Aufstieg ist Hiob nichts mehr geblieben. Alles Glück blättert von ihm ab. Er fühlt sich verlassen und allein. Er sagt: Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Hiob hat nichts mehr von seinem einzigen sicheren Leben. Er hat nichts mehr im Leben, mit dem er planen kann, nichts, worauf er sich freuen kann. Keine schönen Sommerabende mit der Frau, kein Kinderlachen, kein fröhliches Zusammensein mehr, nur noch das nackte Leben in der Krankheit. Ich frage mich schon, was es hilft, Hiob jetzt zu Rate zu ziehen. Sein Leid, seine Geschichte macht doch die Ungerechtigkeit, die heute passiert, und das Leid, das heute über die Menschen kommt, noch viel größer, lässt es noch größer erscheinen. Auch Hildes Körper ist von Krankheit ausgezehrt. Die Kraft ist ihr geschwunden, die Muskeln sind abgebaut. Was sie noch zusammenhält, ist Wut und Frustration. Sie fühlt sich allein. Sie fühlt sich verlassen. Sie darf keinen Besuch mehr kommen, es ist Lockdown. Und wenn sie mit ihren früheren Freunden telefoniert, hat sie immer das Gefühl, ein Ballast zu sein. Ihre größte Freude ist es nunmehr, am Fenster zu sitzen und hinauszuschauen. Wenn du an Hiob denkst, dann sehe ich darin keine Hilfe. Ja, Hiob und Hilde teilen sich die Erfahrung von Leid und Verlust, von Schmerz und Verlassensein. Und sie wollen, dass wir das wahrnehmen, wir alle. Und dass es alles wieder so ist wie früher. Hiob sagt es selbst, wir können es nachlesen. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei, für immer in einen Fels gehauen. Ich verstehe es nicht. Hilde und auch Hiob ging es gut. Sie hatten Pläne und Visionen, denn das Leben lag vor ihnen. Und nun? Soll das alles aus sein? Es gibt so viel Leid auf der Welt.
so viel Ungerechtigkeit. Und da stehe ich daneben und frage nach dem Warum. Das ist doch eine Grundfrage unseres Glaubens. Warum? Hiob selber bekommt darauf keine vernünftige Antwort. Wie kann er uns dann die Frage nach dem Leid, die Frage nach dem Warum und die Frage nach meinem Glauben beantworten? Meiner Ansicht nach beantwortet Hiob die Frage nach dem Warum auch nicht. Und doch zeigt er Lösungen auf. Er zeigt Wege auf, wie wir mit dem Leid umgehen können. Das Buch Hiob ist keine reale Geschichte. Es ist ein literarisches, ja poetisches Werk in der Bibel. Hiob zeigt uns Beispiele, wie wir mit erfahrenem Leid umgehen können. Hiobs Freunde kommen zu Besuch und Hiob nimmt sein Leid nicht einfach so an. Er resigniert nicht, er klagt, er sucht nach Gründen, warum es ausgerechnet ihm so ergehen muss. Er sucht nach Sinn und nach Antworten. Er ist überzeugt, nur Gott kann ihm eine Antwort darauf geben. Hiob streitet und kämpft mit Argumenten. Er erklärt und zweifelt an. Aber letztendlich hält Hiob sein Schicksal aus und spürt, dass er trotz allem und in allem von Gott gehalten und getragen ist. Er sagt selbst: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Und doch bietet es keine Antwort. Ich sehe keinen Sinn in dieser Krankheit und in Hiobs Leiden. Im Leiden und im Sterben vermag ich einfach keinen Sinn zu sehen. In der wachsenden Ungleichheit zwischen Arm und Reich, zwischen Kultur und Wirtschaft, in so vielen Bereichen des Lebens wächst die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit. Und bei vielen Menschen wächst die Angst vor der Zukunft. Gott und unser Glaube geben uns nicht die Antwort auf alle Fragen, und doch zeigen sie uns einen Weg auf. Sie helfen uns, anders durch die Welt zu gehen. Denn wir sind nicht länger allein. Wir befinden uns gerade in der Passionszeit. Hier zeigt sich Gottes Reaktion auf Leid. Jesus leidet. Er wird durch andere verspottet und leidet seelisch. Er wird von seinen engsten Freunden verlassen und er leidet Schmerzen, die ihn bis zum Tode begleiten. In kürzester Zeit hat auch Jesus alles verloren. Jesus aber nimmt das Leid nicht nur an, sondern wählt bewusst diesen Weg. Im Garten Gethsemane bittet Jesus Petrus, das Schwert wieder wegzustecken. Er, Jesus allein, kann diesen Kelch trinken, den ihm Gott gegeben hat. Gottes Botschaft für alle Leidende ist ein Versprechen. In Jesus Christus hat er das Leid selbst erlebt und ist so allen Leidenden nahe. Sei es, dass sie an einer Krankheit leiden, sei es, dass sie Opfer von Mobbing sind, auf der Arbeit oder in der Schule oder im Verein, sei es, dass sie an der Ungerechtigkeit in ihrem nahen Umfeld leiden. Es ist der Glaube, der auch Hiob heilt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es sind nicht die Antworten auf die Fragen nach dem Warum, sondern es ist eine Antwort auf die Frage, wie ich mit dem Leid umgehe. Ich bin nicht allein, denn Gott begleitet mich gerade in dieser schweren Zeit. Aber es bleibt unbefriedigend. Ich glaube, mir geht es da wie vielen anderen auch. Es bleiben so viele Fragen offen. Jesus soll bei mir sein und doch hängt er da am Kreuz.
Ich verstehe einfach nicht, wieso Gott bei diesem ganzen Leid mitmacht, warum er es zulässt und es nicht beendet. Ich hätte gerne eine konkrete Antwort darauf, auf die Frage, warum geschieht das? Ja, wahrscheinlich muss ich wirklich anders daran gehen, sonst muss ich darüber verzweifeln. Es gibt Leid und Ungerechtigkeit, die einfach keinen Grund haben. Es bleibt wohl dabei. Eine Antwort auf die Frage nach dem Warum wäre auch nicht ungefährlich. Dann könnten wir in die Welt und zu den Menschen schauen und das Leid begründen. Das hieße für jeden Einzelnen, dass Leid immer einen Grund hat. Eine solche Sichtweise auf die Welt würde vieles härter machen. Die Menschen könnten dann einander anschauen und noch schneller übereinander urteilen. Ja, im Urteilen ist ein Mensch immer schnell, da hast du recht. Aus diesem Blickwinkel muss ich wohl Gott mehr Vertrauen schenken und in der Unwissenheit leben. Wenn ich Gott mehr Vertrauen schenke, dann ist es vielleicht so wie mit unseren Kindern. Die vertrauen uns auch. Auch wenn ich ihr Leid nicht heilen kann, nach einem schlimmen Sturz zum Beispiel, hilft es ihnen, wenn ich mich einfach dazusetze, ihnen gut zurede und Trost gebe. Das hilft ein wenig, ihnen darüber hinwegzukommen. Glaube verändert etwas Entscheidendes in unserem Leben. Wir sind dann nicht mehr allein, so wie die Kinder. In unserer ganzen Not, in unserer Frustration und mit unserer Angst können wir uns an Gott wenden. Wir können zu ihm schreien. Wir können um Hilfe bitten, denn wir sind nicht allein auf uns zurückgeworfen. Wir können darauf vertrauen, dass Gott als unser Gegenüber uns versteht und das Leid mit uns durchlebt. Als Christinnen und Christen können wir zusammen mit Hiob in die Welt rufen, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam jetzt unseren Auftrag als Christen wahrnehmen und für die Welt beten. Gott, du bist unsere Klagemauer. Wir rufen zu dir, aber manchmal rennen wir auch gegen dich an. Wir bitten dich für alle, die sich von dir verlassen fühlen,
die so dringend Hilfe suchen und an ihrem Elend zerbrechen. Wir bitten dich für die Ärztinnen und Pfleger auf den Intensivstationen. Sende ihnen deinen Geist der Kraft und Stärke. Wir beten zu dir für die Erkrankten und die Vereinsamten. Lass in ihnen Hoffnung wachsen. Gib dich ihnen zu erkennen und eile ihnen zur Hilfe. Gott, du bist unser Helfer. Wir bitten dich für die grundlos Verfolgten, die Gehetzten, die Atemlosen, die Unterdrückten und Gequälten. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die ihre Stimme erheben und Gerechtigkeit fordern. Nimm du dich ihrer Sache an. Gott, du bist der Anwalt des Lebens. Wir bitten dich für die Menschen, die für unsere Gemeinschaft aufstehen, die das Recht bewahren. Wir bitten dich für alle Richter, Anwälte und Polizistinnen. Hilf, dass sie deine Gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren und schenke ihnen ein klares Urteilsvermögen. Führe sie auf dem Weg deiner Gerechtigkeit. Stärke ihren Rücken und helf ihnen, die Anerkennung zu erfahren, die sie verdienen. Gott, du kennst unsere Herzen. Wir bitten dich für uns, dass wir in der Unterscheidung von Gut und Böse nicht den Splitter in den Augen der anderen sehen. Hilf uns, dass wir bei uns selbst anfangen. Du bist unser Vater. Hilf uns, dass wir so handeln, wie es den Kindern Gottes zukommt. In der Stille bringen wir vor dich, was uns in unserem Herzen bewegt. Alle unsere Bitten legen wir in das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu Hause, unterwegs oder wo Sie auch gerade sind, nehmen Sie den Segen Gottes mit in den heutigen Tag und in die vor Ihnen liegende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.